Hi, herzlich willkommen im Zentrum für Zahngesundheit. Es war nämlich uns eigentlich wichtig, dass jemand stehend empfangen wird und einfach einen schönen Augenkontakt bekommt als erstes Wohlfühlen. Dann nehme ich euch einfach mit auf unsere Praxisreise. Wir haben die Behandlungszyklen hier so in so einem Rundlauf angeordnet. Man sieht quasi so diese fächerförmige Aufteilung und haben hier im vorderen Bereich gleich die ersten zwei Behandlungszimmer, unsere Prophylaxezimmer. Dann ist hier unser zweites Prophylaxezimmer. Und dann haben wir hier unser Wartezimmer oder hoffentlich Ihr Wohnzimmer. Wir haben nämlich versucht, unsere Praxis so ein bisschen anders zu gestalten, um ein gewisses Wohlfühlen zu erzeugen. Und man sieht tatsächlich, also der begehrteste Platz und schönste Platz ist das Sofa. Dann kommt mit in unser drittes Behandlungszimmer. Wir haben hier immer geguckt und versucht, das möglichst komfortabel für alle zu gestalten. Wir haben hier im Eck unser Röntgengerät und auf der anderen Seite einen großen Fernseher, um Problemchen genauer aufzeigen zu können, weil mit den kleinen Filmchen kann ja auch keiner was anfangen. So, dann kommen wir hier ins vierte Behandlungszimmer. Das ist mein persönliches Behandlungszimmer, auch das größte. Hier finden nämlich die ganzen Operationen statt. Hier haben wir Platz, um implantologisch alle nötigen Utensilien aufzubauen, die Wägen, die Zentrifugen und so weiter. Und genau, hier fühlen wir uns wohl, wenn wir uns mal 4 Stunden für eine OP einschließen. Hier seitlich haben wir unseren Steri. Hier an der Seite, um die Wege möglichst klein zu halten, haben wir einen großen Schrank versteckt und haben hier auch fahrbare Wägen für Endo, für den Scan und so weiter. Und so ist das Zeug einfach aufgeräumt, braucht keinen Platz und sieht besser aus. Hier im Zimmer 5 ist direkt nebendran unser Aufwachraum, der über eine Tür verbunden ist. Und dann kommt quasi hier zu 5 wieder raus. Das ist natürlich für den Anästhesist sehr angenehm, wenn er im Behandlungszimmer bleiben kann und angrenzend direkt die Aufwachräume hat, um die Patienten einfach möglichst schnell und naheliegend versorgen und betreuen zu können. Hinten im Eck haben wir unser Büro. Wir wollten das möglichst zentral in der Praxis halten, um die Wege möglichst klein zu halten. Sieht aus, wie es aussieht. Hier wird geschafft, das ist ehrlich. Von daher, wir haben so Gitterchen für den Hund, dass der seinen abgegrenzten, ruhigen Bereich hat. Und ja, das machen wir lieber dazu, bevor es zu unordentlich wird. Wir gehen den Gang entlang. Wir haben hier noch eine kleine Wartenische eingebaut, dass man vor dem Röntgen nicht so ewig stehen muss. Weil uns war schon am Anfang der Praxisgründung oder der Planung bewusst, dass wir irgendwann noch erweitern werden. Und hier sind jetzt seit 2 Monaten unsere frischen Zimmer, Zimmer 6 und 7. Was uns auch besonders wichtig war, ist noch irgendwie eine Ausweichmöglichkeit zu haben, um einen gewissen Spielraum zu haben. Deswegen haben wir hier noch unser Zimmer 8. Aktuell noch ein bisschen Ablage, Abstellraum, Wäscheraum, ist aber funktional so ausgelegt, kann Behandlungszimmer werden, kann Erweiterung zum Labor werden, ist sozusagen alles möglich und da haben wir uns gedacht, das bringt eine gewisse Freiheit, Planungsspielraum und deswegen sind wir hier flexibel. Hier hinten haben wir unser kleines Labor. Hat, denke ich, alles, was ein normales Zahnarztlabor hat. Von Fräse bis kleine Schleifeinheit, aber jetzt auch nichts riesig Besonderes. Hier hinten angrenzen beginnt der Mitarbeiterbereich. Wir haben hier seitlich unsere Umkleiden, Sozialraum und Küche und wahrscheinlich unser besonderes Highlight, unsere Fotowand. Unsere Fotowand sind Urlaubsbilder von all unseren Mitarbeitern, von allen.
um einfach so ein gewisses Urlaubs- und Heimatgefühl in der Praxis zu erzeugen. Und jeder darf nach einem Urlaub, darf auch gerne ein Foto mitbringen, darf das an die Wand pinnen, eine kleine Geschichte dazu erzählen, dann freut sich jeder und hat so ein gewisses Gemeinschaftsgefühl und weiß so ein bisschen, was der andere wie im Urlaub gemacht hat, und da entsteht immer ganz viel Spaß bei lustigen Geschichten. Dann geht's hier hinten noch weiter in unser Lager und unser Backoffice oder unser zweites Büro. Hier haben wir auch nochmal Platz geschaffen für zukünftige Abrechnungen, weitere Zahnärzte. So, und dann sind wir wieder fast am Anfang unserer Reise. Hier hinten haben wir nochmal ein kleines Backoffice mit Durchblick zur Rezeption, dass auch jemand im Backoffice mitbekommt und merkt, was an der Rezeption gerade stattfindet. Und hier sind wir.